Willkommen, liebe Zuschauer, zum ersten Saisonspiel hier Amerika gegen Russland in der Wintersaison. Es geht direkt los. Hier im Bild zu sehen, Spieler 1, der Amerikaner, da wollte er hier einen wegsnipen. Er ist auch bekannt unter dem Decknamen der Feige Willi. Da springt er runter und, oh, da bricht er sich ganz unangenehm die Knöchelchen hier. Da ist er natürlich ganz ungeschickt runtergefallen. Was soll man machen? Die Balkone sind in Amerika eben anders. Da ist auch schon der erste Feind und da wird er einfach umgenutzt. Bittere Pille für ihn, was soll man machen? Das passiert eben, wenn man vom Balkon runterfällt. Jetzt fragen sie mich wahrscheinlich, ja, wie sieht denn das hier aus überhaupt mit den Balkonen? Was ist daran so schlimm? Ja, klar, die Balkone in Amerika unterscheiden sich wirklich nur marginal von den in Russland. Aber dennoch, man muss einfach aufpassen, wenn man da oben runterspringt. Nichtsdestotrotz macht er der Knallert weiter. Er schmeißt ihn nicht wie ein Affe, der mit seiner Kacke schmeißt. Da sieht er den nächsten Feind und er will ihn klatschen und er kriegt's auch. Und da kommt der nächste. Oh, da hat er den Double Kill ganz klar geklaut bekommen hier. Ist natürlich eine bittere Pille für ihn. Da muss er jetzt erstmal einen saufen gehen. Schalten wir nun um zum dritten Spieler der russischen Fraktion. Man sieht ja erst ganz klar im Vorteil bei einem One-on-One mit dieser Vector hier. Das ist nur ein Mate gewesen. Er war kurz erschrocken, aber dennoch, er hat auch eine Snipe dabei. Und oh, da ist auch schon der nächste Feindkontakt hier in diesem doch sehr spannend gehaltenen Match. Da bekommt er den Knallert weggeholt von seinem Mate. Ist natürlich jetzt richtig scheiße. Wenn ich er wäre, würde ich im Mate auf die Tastatur kacken. Aber gut, was soll man machen? Man hockt ja nicht in einem Raum. Nichtsdestotrotz führt Russland nur mit einem Punkt. Man merkt hier an Spieler 3 mit seiner stolz geschwellten Brust spielt er hier mit der Snipe. Man sieht den Feind und er drückt ab und natürlich trifft er. Klar, was anderes sind wir von Spieler 3 gar nicht gewohnt. Er trifft wie üblich ins linke Nasenloch rein, durchs Auge wieder raus. Grandios. Nun im Bild Spieler 4, der Amerikaner auch bekannt als Flash Louis. Er haut hier die Flash raus, der Hitmarker schlägt aber nicht an. Wirklich dumm gelaufen für ihn. Er muss erstmal Klamotten shoppen gehen jetzt nach diesem Schock. Und oh, da wird er von hinten angefragt. Er frisst einige Treffer und kann sich aber doch noch in letzter Sekunde retten. Krass, natürlich da die katzenartige Bewegung. Man sieht es auch am Mate, wie er wegrennt, wie eine Wüstenrennmaus. Da haben die Amerikaner natürlich die Agilität auf ihrer Seite. Und da kommt auch schon der zweite Kill hinterher. Er holt. Und den dritten. Oh mein Gott, ich fasse es nicht. Er hat da wirklich einen Triple Kill geholt. Wird er dann noch einen vierten rausholen? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Der rennt da erstmal den Mates vorbei. Geht hinten übers Blumenbeet. Riecht kurz an den Blumen. Klar, da kochen die Emotionen hoch. Sein Adrenalinspiegel ist mittlerweile auf den extremen Level hochgefahren. Nichtsdestotrotz geht er über rechts weiter mit seinem Mate. Er geht da ganz strebsam auf die Leiter zu. Er will hoch, denn die Amerikaner sind, wie wir alle wissen, sehr gut von den Leitern aus. Man sieht kurz eine McDonalds-Packung, die möglicherweise einer seiner Mates vorher fallen gelassen hat. Er bleibt aber völlig cool, sondiert hier erstmal die Lage und da wird er von hinten genutzt. Natürlich hat der Russe wahrscheinlich kurz davor von dem Burger, der dann doch noch in der Packung drin lag, ein Stück abgebissen. Leute, ich kann es nicht fassen. Es ist wirklich, das hätte noch nicht mal mehr McCheese voraussehen können. Ganz klares Foul hier von den Russen. Hier nun Spieler 23 der russischen Föderation, der durch besagte Burgeraufnahme eben diesen Adrenalinschub erhalten hat. Er schmeißt da die Flash da hoch. Er ist auch bekannt als der rote Russe. Er rennt hoch, schaut sich nach links um und da sieht er einfach dann zwei Feinde. Kriegt den Double Kill, er holt den Double Kill einfach weg. Unfair, wenn es einige von euch denken. Klar, der Spieler hat natürlich den besagten Burger vorhin durch die orale Aufnahme in seinen Körper integriert und dadurch einen ungeahnten Adrenalinstoß erhalten. Aber jetzt bedenkt mal folgenden Fakt, Leute. Der Spieler hat die Flash nach oben geschmissen. Beide Gegner waren komplett geflasht. Sie wussten nicht, wo oben und unten war. Sie haben sich mit den Patschhändchen im Gesicht rumgefasst. Einer hat sogar geweint. Diese beiden Kills hätte sogar ein zugegucktes Kind hinbekommen. Von daher ist dieser Kill völlig legitim. Und da haben wir auch schon den nächsten Kill mitbekommen. Und wird er den auch noch kriegen? Er holt ihn mit der Snipe weg. Wirklich wunderbar gezielt. Wunderschön. Ist bei diesem Wetter auch kein Problem. Die Gegner leuchten ja förmlich hier aus der Map heraus. Es ist ja auch sehr dunkel, klar. Disco-Stimmung ist natürlich gewollt. Schalten wir wieder um zu Flash Louis. Er schmeißt die Nate und danach die Flash, seine üblichen Granaten. Und da kommt der Feind in die Ecke mit der Taktikmaske anscheinend an. Und Flash Louis haut es aus den Socken. Ganz klar, da war die Luft verzerrt. Da hat was nicht gestimmt. Da war der Bildschirm auf jeden Fall aus. Und da hat er tatsächlich nochmal hier eine zweite Chance bekommen, den gleichen Gegner zu killen. Schafft er es? Nein, er schafft es natürlich nicht. Er wird einfach umgewalzt. Bitter für ihn, bitter fürs Team, bitter für seine Familie, denn er ist sehr aggressiv. Switchen wir nun zum Spieler der Stunde hier, Carsten, der Spieler der Russen, auch bekannt als der vertikale Carsten. Er holt die Gegner wirklich ohne Ende weg. Hier sieht man gleich wieder einen wunderschönen Double Kill. Den hat er sich auf jeden Fall zu Hause antrainiert und mit den Kindern geübt. Ganz klar, da kommen die blauen Flecken her. Und da geht er hoch zu den Azaleen. Er räumt durchs Feld, trampelt einiges kaputt. Und da kommt auch der Gärtner schon angerannt hier. Und die Strafe folgt auf dem Fuße. Er hat knallhart hier die Azaleen des Gärtners plattgetreten. Ganz klar, so geht das nicht. Hier nun Spieler Fridolin, auch bekannt als Camper Fridolin oder auch der Arschbackenpetzer. Er campt hier oben einiges weg. Klar, mit den ganzen Beulen an den Füßen, wie auch der Verstopfung. Und den Hämorrhoiden, die noch hinzukommen. Das spielt natürlich alles ganz böse hier in seine Agilität mit rein. Da hat er den zweiten Kill geholt. Ganz klar sein Vorteil hier. Die ganzen Pestbeulen, die er an den Fingern hat. Und da vorne sieht er den nächsten Feind und er holt ihn weg. Er holt ihn einfach weg, wirklich. Also man merkt kaum, dass er diese starken Verstopfungen hier hat während dem Spiel. Er stottert etwas, klar, aber da kann man auch nichts machen. Es macht wirklich Spaß, ihm zuzusehen. Hier nun der hungrige Holger, aka der Suppenkönig. Er ist hier zurzeit schwächster Spieler im Spiel. Hat noch keinen einzigen Kill gemacht. Spielt nur an seinem Tisch rum. Wartet wohl auf etwas
was zu essen. Na klar, wird hier im Spiel mitten im Match jetzt nichts angerichtet. Das muss er natürlich verstehen. Möglicherweise treten jetzt auch langsam seine Pillen in Kraft und er merkt, dass er in einem Kampf ist. Hier nun noch ein letztes Mal der Flash Louis. Er hat wirklich die Nase voll. Er will jetzt noch einmal wissen. Hier letzte Runde. Er ist die letzten paar Mal nur gestorben. Er sieht hier seinen Mate, sieht einiges an Feuer und will direkt mitmachen. Schmeißt seine Flash und seine Nade. Klar, etwas anderes sind wir von ihm nicht gewohnt. Wer auf Überraschungen hofft, ist bei ihm an der falschen Adresse. Und da kommt der Feind um die Ecke und da wird er umgenannt. Bittere Pille.